Das ist eine kurze Einführung in die Polaritätsanalyse, in das Programm Polarity Analysis. Bitte beachten Sie, das ist keine Einführung in die Methode der Polaritätsanalyse nach Bönninghausen, sondern in das Programm selbst. Wie Sie vielleicht sehen können, das Programm läuft in einem Browser. Das bedeutet, Sie brauchen nichts zu installieren, das läuft auf Ihren Windows oder Mac oder iPad gleich gut, unabhängig davon, was für ein System Sie verwenden, solange Sie einen Browser haben. Wenn Sie sich für das Programm, können Sie sich hier auf der Webseite polarityanalysis.com anmelden. Wir brauchen Ihre E-Mail und vergeben Sie bitte ein Passwort, das Sie nachher bei der Anmeldung verwenden. So, nehmen wir an, Sie sind schon Benutzer und haben sich jetzt angemeldet. Und ich bin hier der Theo Test. Das Programm startet auf der linken Seite mit einer Patientenliste. Die ist im Augenblick noch leer. So, zunächst müssen wir einen Patienten anlegen. Ich klicke da drauf und auf der rechten Seite erscheint dann kurz der Patient. Lassen Sie uns sehen, da ist der, lassen Sie was vergeben hier. Karl Kummer. Und er ist Patient seit heute. Und er ist geboren, wenn ich mir das merken möchte oder auch nicht. Irgendwie kann ich das hier eingeben. So. Dann spare ich den Patienten. Habe ich einen Patienten? Es lassen sich beliebig viele Patienten eingeben. Ich mache jetzt einfach noch einen dazu, dass es nicht so, nicht so leer aussieht. Lassen wir sagen, der ist schon letzte Woche da gewesen. So. So, lassen Sie uns hier starten mit der Marie Mahler. Auf der linken Seite haben wir die Patientenliste. Sie können sie immer durchsuchen. Wenn Sie einen K zum Beispiel eingeben, dann sehen Sie noch einen Karl Kummer. Auf der rechten Seite ist der Patient. Den Patienten können Sie ja jederzeit wieder editieren. Sie können auch löschen. Und nun wollen wir, der Patient kommt zu Ihnen in die Praxis. Wir machen eine neue Konsultation. Dazu haben wir eine das ist eine Diagnose. Lassen Sie uns annehmen, die Frau Marie Mahler kommt mit einer Bronchitis. Ich kann das hier eingeben. Das können wir nachher ausfüllen. So, jetzt haben wir das, jetzt haben wir eine Konsultation. Jetzt kann ich in dieser Konsultation zur Polaritätsanalyse gehen. Da erscheint ein neues Fenster, das die Polaritätsanalyse, in der die Polaritätsanalyse erfolgt. Und wenn wir damit fertig sind, dann kommen wir wieder zurück zu diesem Fenster. Ich gehe jetzt dahin zur Analyse. So, was Sie hier sehen, sind zwei Bereiche. Auf der linken Seite ist die Suchliste mit allen Symptomen. Das sind so ungefähr 2500 Symptome. Und auf der rechten Seite haben Sie die Auswertung, wo Sie nachher Ihre Medikamente aus vorgeschlagen bekommen. Also hier ist die Liste jetzt in alphabetischer Reihenfolge und nachher wird sich das entsprechend der Sortierung anpassen. Was wichtig ist, in diesem Fall, die Symptome sind hier kategorisiert nach Zuverlässigkeit, hoch, mittel und niedrig. Das sehen wir an dem Farbcode, grün, gelb und rot. Und die werden dann auch entsprechend, sollen Sie die verwenden und nach Möglichkeit nur die mit hoher Zuverlässigkeit. Jetzt gehen wir den Fall durch mit der Bronchitis und nehmen wir an, also das erste Symptom, mit der Patient kommt, ist der Atem. Und der Atem geht dann schnell. Ich gehe jetzt hier in die Suchliste, weil das am schnellsten geht und er hat einen schnellen Atem. Ich klicke das jetzt hier an und dann wird das Symptom von links nach rechts übernommen. Und jetzt habe ich den Atem schnell. Lassen Sie uns kurz anschauen, was hier eigentlich passiert ist jetzt. So, jetzt habe ich hier ein polares Symptom. Zunächst einmal, das heißt, es gibt den Atem schnell. Und das polare Symptom, das unter der roten Linie ist, das ist der Atem langsam. Ich habe einen Treffer und das sind jetzt die Treffer, die mit den Medikamente, die da alle passen, die Mittel. Und das sind die Gradierungen, diese Nummern, die hier. Und Bönninghausen hat in seinem Taschenbuch die Gradierungen vergeben und diese Nummern, die sehen wir hier. So zum Beispiel für Carbonicum eine Grad 4. Und für Arsenikum zum Beispiel ein Grad 3, das ist also dann nicht so streng, nicht so direkt wirksam.
Was auch wichtig ist, dass wir immer ein gegenteiliges Symptom haben, ein gegenteiliges Gradierung haben können bei polaren Symptomen. Lass uns jetzt weiter vorwärts gehen, zum Beispiel ein weiteres Symptom hier eingeben, das ist eine zum Beispiel Ausatmen ist über das schlechter. So, das hat jetzt, klick jetzt da drauf, hat er übernommen. Es ist jetzt ein Symptom, das jetzt nicht ungefähr die höchste Zuverlässigkeit hat, aber gelb ist schon auch noch okay. Und jetzt sehen wir, dass hier oben, und das ist die Zusammenfassung, dass es jetzt zwei Symptome gibt. Die haben eine Summe der Gradierung von 7 und die Differenz ist 7 minus 1 und damit ist die Polaritätsdifferenz 6. Am Ende wollen wir die Mittel mit der höchsten Polaritätsdifferenz auswählen. So, also mit den zwei Symptomen ist jetzt Pulsatilla 1 Sepia eigentlich die bereits die geeignete Mittel. Es ist natürlich nicht sinnvoll, nur mit zwei Symptomen eine gute Auswertung zu machen. Es ist schon eher sinnvoll, vielleicht im Bereich 5 bis 10 Symptome oder Modalitäten einzugeben. So, fragen den Patienten weiter und eine andere Modalität könnte beispielsweise sein, der Patient, der ist halt ist sehr durstig. Durst. Geben wir auch ein. So, was passiert jetzt? Ganz kurz. Zum Beispiel bei Pulsatilla, bei Durst, hat eine Gradierung von 2, aber das Gegenteil, die Durstlosigkeit, hat eine Gradierung von 4. Das heißt, es widerspricht sich und deshalb nennen wir das eine Kontraindikation. In diesem Fall wird das Pulsatilla von der Auswertung ausgeschlossen und ist deshalb grau unterlegt. Dasselbe für Sepia. Lassen Sie uns weiter vorwärts gehen. Ich gebe noch ein paar Symptome ein, zum Beispiel Wasser, kaltes Wasser, besser beim Trinken oder generell Essen, immer schlechter beim Essen oder Verlangen nach Bewegung. So, jetzt habe ich hier 6 Symptome und Modalitäten. Und wenn wir uns die Auswertung anschauen, dann hat hier Kamomille das einzige Mittel, das ohne eine Kontraindikation eine hohe Bewertung hat. So eine Polaritätsdifferenz von 9, die Summe in 15, so das wäre das Mittel der ersten Wahl. Und die zweite Wahl wäre dann Causticum. Wenn ich mich dafür interessiere, wie viele Mittel noch da hinten kommen, dann kann ich die Suche hier verbergen und dann bekomme ich die ganze Auswertung und es werden 20 Mittel angezeigt. In der Regel brauchen wir nicht mehr Mittel auf der rechten Seite, weil die Treffer und die Polaritätsdifferenzen dann viel zu gering sind. Ich kann jetzt also die Suche wieder herzaubern. So, ich kann die Suche hier als dieses ganze Auswertung kann ich exportieren als Excel. Das mache ich jetzt nicht und das wird dann einfach auf Ihrer Festplatte gespeichert. Ich gehe jetzt hier zurück und speichere das. Und jetzt habe ich hier die Auswertung in einem Kurzüberblick hier. Kamomilla ist der Beste und hat 6 Treffer, eine Differenz. Und ich kann jetzt zum Beispiel ein Rezept schreiben und sagen, ich Kamomilla 200C zum Beispiel. So. Das war es dann eigentlich auch schon. Jetzt habe ich, wenn der Patient wiederkommen sollte, dann habe ich mehrere Möglichkeiten. Jetzt gibt es eigentlich keine neue Konsultation einlegen. Ich kann wieder eine Polaritätsanalyse ausführen, wenn der Patient nochmal kommt. Ich kann die Konsultation auch immer wieder löschen. Wenn ich eine bestehende Konsultation oder Analyse nochmal verwenden möchte, kann ich die hier duplizieren. Dann gibt es das zweite Mal. Und ich kann zum Beispiel sagen, hier, das ist dann der zweite Termin. Und ich kann die wiederverwenden. Ich kann die wiederverwenden und ich habe die Kopie. Und ich kann dann die Polaritätsanalyse machen und vielleicht noch Symptome wegnehmen oder welche hinzufügen. Zum Beispiel Verlangen nach Bewegung kommt weg. Und speichere das dann und dann habe ich eine andere Auswertung. Gut, das war eigentlich alles zu dem Programm. Ich kann auch andere Patienten verwenden, das geht genau gleich. Und auch jederzeit wieder zurück zu Marie Mahler. Und bestehende Analysen angucken oder auch jederzeit einfach abspeichern.
Das war schon, wenn Sie möchten, können Sie sich am Ende wieder abmelden. Aber wenn das Ihr persönlicher PC ist oder Laptop, dann besteht dazu keine Notwendigkeit. Das war soweit zur Polaritätsanalyse. Ich wünsche Ihnen viel Spaß.